Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute spielen wir mal YouTubers Live, ein Spiel, was vor ein paar Wochen, glaube ich, oder so erschienen ist. Es ist vor kurzem die deutsche Übersetzung rausgekommen und das wollte ich euch heute gerne mal zeigen. Wir fangen mal ein neues Spiel an. Oh, mal ein bisschen den Mauszeiger wegmachen. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin der beliebteste YouTuber. Ich verwalte mein eigenes Netzwerk. Es war ein schwieriger Weg bis dahin. Das ist meine Geschichte. Ich bin ja gespannt, ob dieses Spiel uns wirklich weiterhelfen kann, bei YouTube etwas voranzukommen. Ich bin mal gespannt. Als erstes entwerfen wir unseren Charakter. Wir wählen natürlich einen Mann. Ich glaube, das passt eher zu meinen Wuschelhaaren. Wir haben blaue Augen. Ja, ein bisschen müde immer. Gucken wir rein. Ja, definitiv nicht, nein. Nein. Nee. Das, passt das? Jetzt guck mich mal an hier. Nee. Nee, ich glaube, das lassen wir Standard. Gibt's auch ein 3-Tage-Bad? Ja, ein bisschen zu viel hier. Hässlich. Passt nicht. Nee, komm, dann lieber ohne Bart. Mütze. Keine Mütze. Nehmen wir die schwarze. Ja, ohne Mütze sieht man natürlich die Haare besser, oder? Aber, ach komm, meine Haare liegen sowieso nie. Nehmen wir die Mütze. Ja. So, was nehmen wir? Nehmen wir richtig schick. Nehmen wir sportlich. Ja, so ein Sweater. Jacke. Ich finde die rote. Doch, die gefällt mir. Doch, die nehmen wir. Hosen. Jeans. Nee. Das gefällt mir alles nicht. Ja. Ja, die auf keinen Fall. Nein. Ja, komm, wir nehmen die schwarzen. Die passen gut. Ja, die passen farblich. Ist eine gute Kombination. Eine Brille. Ich trage zwar keine Brille, aber ich war letztens erst beim Optiker gewesen, habe mal einen Augentest machen lassen. Und ich glaube, so langsam komme ich dahin, wo ich eine Brille brauche. Naja, das liebe Alter, ne? Da kommen wir alle nochmal hin. Ja, kommt, wir nehmen. Nee, also kommt, wenn schon diese hier. Okay, jetzt wählen wir noch unsere Persönlichkeit. Wir können einmal den Superstar wählen. Du bist ein Meister der Videos und dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr zu machen. Jeder Like und Abonnements. Was? Abonnent. Ach so. Jeder Like und Abonnent zählt. Habgierig, deine Fixierung auf Geld ist nichts Neues. Du bist ein Wirtschaftsexperte und du weißt, wie man mit Videos Geld macht. Okay. Gesellig, du liebst es, neue Menschen kennenzulernen und in Geselligkeit zu leben. Neue Freunde zu treffen ist dein Lieblingshobby und eine unendliche Kontaktliste ist dein Ziel. Na komm nicht, sonst komme ich nicht mehr dazu, irgendwelche YouTube-Videos zu machen. Genie, dich kümmert es nicht, was andere denken. Zu studieren und neue Dinge zu erlernen macht Spaß und ist einfach. Du bewirbst dich für dein Studium. Okay. Partytier, gibt es etwas Wichtigeres als Ruhm und Popularität? Du willst Spaß haben ohne Sorgen, also habe eine tolle Zeit. Nein, genau wieder gesellig hier. Sonst kommen wir zu nichts mehr. Romantisch, dein Lebenstraum ist es, eine besondere Person zu finden. Du wirst nicht aufhören, diese Person zu suchen, bis du sie gefunden hast. Dein Seelenverwandter wartet auf dich.
Sind wir habgierig? Sind wir ein Superstar? Habgierig? Superstar? Genie? Zahl von 1 bis 3, ja. Was nehmen wir da? Ene, mene, mu und raus bist du. Okay, komm, nehmen wir Genie. Was willst du auf deinem Kanal machen? Gaming? Das andere ist auch noch nicht freigeschaltet. Das kommt mit der Zeit. Das ist natürlich auch erst eine Early Bird Version, ne? Unser Name ist Mr. White. Und unser Kanalname ist natürlich Mr. White und Mrs. Pink. So, jetzt wird erstmal geladen. Schau mir. Wie? Kein Tutorial? Weil ich das schon gemacht habe oder wie? Okay, gut. Puh, ist mir doch egal. Wir machen ein neues Gaming-Video. Normalerweise wird gesagt, dass man hier halt auf das Regal klicken soll und dann das erste Video aufnehmen soll. Aber dann machen wir es halt einfach nur. Ja, machen wir es halt einfach so. Wir wählen eine niedrige Auflösung auf unserer Webcam. Oder nehmen wir überhaupt eine Webcam? Ja, doch. Ja, kommt. Bei unserem Mikro haben wir keinen Filter. Wir wählen eine Mono-Ausgabe. Das ist das Einzige, was wir machen können. Wir haben momentan nur einen Arbeitsplatz, haben 10 Renderpunkte zur Verfügung. Und setzen mal fort. Empire Planet 2 Gameplay Nummer 1. Das passt. Erstes Spiel, lernen, wie man es spielt. Und hier hat man halt immer diese kleinen Symbole, ne? Und die muss man halt immer genau treffen auf den Karten. Wir wählen mal einen singenden Kommentar. Normales Spiel. Und wir wählen einen mörderischen Blick. Oh, unsere Punkte sind aufgebraucht. Mehr gibt es auch momentan nicht. Ah, hier oben sieht man auch immer, wie viele Karten das sind. Ah. Okay, ich habe zwar schon mal ein bisschen gespielt, ne, aber halt auch noch nicht so weit. Vom Editing passt das alles wunderbar. Wir haben zu wenig Punkte hier im Skript. Das heißt, wir wählen noch einen Titel. Und wählen den weichen Fokus. Wir wollen es alles so ein bisschen ausgeglichen haben. Und dann rendern wir mal das Ganze. 9,1 Stunden zum Rendern und 8 Stunden zum Hochladen. Meine Fresse. 9,1 Stunden? Mit was rendert der denn bitte schön? Puh. 9,1 Stunden. Wie lang ist das Video? 5 Stunden oder wie? Meine Güte. Okay, dann wir haben einen neuen Rekord überall bei Inhalt, Videoqualität und Nachbearbeitung. Und wir sind einen neuen Level bei Videobearbeitung, bei Sound und bei Nachbearbeitung aufgestiegen. Während das hochlädt, können wir eigentlich mal zum Studieren gehen. Ja, doch, das können wir machen. Bevor unsere Mama wieder meckert. Das hätten wir jetzt sowieso auch im Tutorial machen müssen. Gleich als nächstes studieren gehen. Das stimmt gar nicht. Wir hätten, glaube ich, erst ein neues Spiel kaufen müssen. Aber das können wir auch jetzt machen. Wir haben 8 Karten bekommen. Ein lustiger Kommentar. Eine winkende Begrüßung. Ein unlustiger Kommentar. Ein sinnloser Kommentar. Und eine winkende Verabschiedung. Die mörderischen Blick. Achso, okay, das sind noch die Karten, die wir schon... okay. Gut. Fröhliche Äußerung, einen singenden Kommentar. Okay, diese Karten haben wir jetzt alles. Schau mir beim Spiel zu. Haben wir geschafft, die Aufgabe. Wir bekommen 53 XP. Wunderbar, nehmen wir mit. Unermüdlicher Editor, deine Leidenschaft ist das Erstellen von Videos und du veröffentlichst mehr und mehr Videos jeden Tag. Als nächstes müssen wir schon 2 hochgeladene Videos machen. Passt, passt aber. Zurück zur Schule. Okay. Gut. Oh, 7 Cent. 8 Cent.
Na komm, komm zurück. 13 Cent mit dem ersten Video. Pff, nie im Leben. Nie im Leben. Zurück zur Schule. Gut. 35 XP bekommen. Kaufe ein Spiel. Das hatte ich jetzt sowieso vor. Ah, wir gehen mal zu Amazing On. Top-Bewertung? Oder Top-Seller? Ich glaube Top-Seller. Wir haben den 4. Januar League of Giants. Ist am 2. Januar erschienen. Gute Wertung. Doch das neueste Spiel, was es gibt. Für knappe 30 Euro. Dollar. Entschuldigung. Für knappe 30 Dollar. Das wählen wir aus. Ja, doch, das Spiel kaufen war League of Giants. Kommt in 4,8 Stunden. Das passt. Das passt. In der Zwischenzeit können wir noch mal ein bisschen schlafen gehen, um unsere Punkte wieder aufzufüllen. Und wir gehen noch mal Mutti was essen. Und unser neues Spiel ist angekommen. Also das League of Giants wandert sofort in unser Regal. Komisch, wenn ich irgendwie ein Spiel bekomme, ich werfe das immer zuerst in den Rechner. Und danach wandert das irgendwann ins Regal. Obwohl, wann habe ich mir eigentlich das letzte Mal wirklich ein Originalspiel, also jetzt hier in wirklich mit Hülle und CD gekauft? Mittlerweile, wenn man Steam hat, ne, Steam Origin und sowas, also ich habe letzter Zeit nur noch online gekauft. So, kaufe ein Spiel. Mhm. 78 XP. Wie zurück zur Schule? Nee, ich will erstmal ein neues Video aufnehmen. League of Giants, da ist es. Wir nehmen ein Gameplay-Video auf. Niedrige Auflösung, ja, kein Filter, Mono-Ausgabe, es passt noch alles. Wir haben unseren Rechner noch nicht abgedatet. Was haben wir denn hier? Du hast den letzten Kill gemacht. Einen mörderischen Blick. Das passt besser. Oder ein singender Kommentar. Wir machen einen mörderischen Blick. Und alles passt auch von hier, ne? Wir hatten bloß 6 Punkte zur Verfügung. Zeit bevor das Spiel startet. Da machen wir einen sinnlosen Kommentar. Das passt auch. Doch, das passt auch. Oh, das wird, glaube ich, ein gutes Video. Natürlich nicht. Es passt nicht hundertprozentig. Aber es, ja, ist auch in Ordnung. So, wie den weichen Fokus nehmen wir wieder rein. Und den Titel. Ja, dann doch, ja. Passt. 64%. Okay. Okay, könnte besser sein. Es könnte besser sein, aber ist in Ordnung. So, neues Level bei Skript, bei Schauspielern, bei Sound und bei Nachbearbeitung. Oh, okay. Passt. Passt alles. Ist alles gut. Alles gut. Dann können wir jetzt wieder studieren gehen. Ja, bevor Mama kommt und wieder meckert. Und wir müssen ja... Na, jetzt wollte ich gerade raufklicken auf den Kalender. So. Wir haben am 31. Januar unsere Prüfung. Und ja, wir sind gut dabei. Was? Mutter? Nein! Gibt's doch nicht. Die Schule hat angerufen und mir gesagt... Ja, wir haben zu viel verpasst. Okay. Und wir können mit Aushilfsarbeiten etwas Geld dazu verdienen. Aber was machen die langsamen Leser, ja? Die nicht so schnell lesen können. Die verpassen alles. Okay. 35 XP bekommen, weil wir in der Schule waren. Machen wir gleich nochmal ein neues Video. Schau mir beim Spielen zu. Ja, doch, doch. Gehen wir vorher nochmal schlafen und nochmal was essen. Damit unsere Punkte wieder aufgefüllt werden. Jetzt machen wir noch ein neues Video. League of Giants, ja. Neues Gameplay. Das passt alles.
League of Giants Gameplay Nummer 2. Aber wir sind kurz vor dem zweiten Level. Sehr schön. Als Ausschnitt. Machen wir einen sinnlosen Kommentar. Und du hast den letzten Kill gemacht, ja, mörderischer Blick. Oh, und vom Editing passt das super. Was brauchen wir? Weicher Fokus, den brauchen wir, glaube ich, immer. Und 2, 3, nehmen wir wieder den Titel. Okay. Interesse von 62%, okay. Neuer Rekord bei allem. Super. Okay. Neues Level, neues Level, neues Level, neues Level. Boah. Oh, pff, Ah, oh, gut. Mann. Okay, was war er hier? Hey, Mr. White, ich möchte ein Gameplay-Video machen, weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll. Jetzt hör auf zu lachen, ich muss vorlesen. Hör auf zu lachen, hör auf zu lachen. Okay, danke. Könntest du eines machen und es hochladen? Ich werde dir das Spiel schicken. Ja, gerne. Gerne. Was müssen wir... Lord of Ring... Tales? Keine Ahnung. Battle for Upper Earth. Ja. Ein Gameplay-Video. Blam. Gerne doch. Ich da. Unermüdlicher Editor. Nächstes 3. Glückwunsch, du hast Level 2 erreicht. Wenn du ein weiteres Level aufsteigst, kannst du neue Ausdauerpunkte, Skills, Videos und weitere Objekte im LAN freischalten. Klicke auf den Erfahrungsbalken, wenn du die freigeschalteten Gegenstände ausführlich sehen möchtest. Okay. Level aufgestiegen. Marketing Freunde freigeschaltet. Wir haben 4 neue Karten bekommen. Unsere maximale Ausdauer hat sich um 3 erhöht. Der Closing Shop hat sich geöffnet. PC World sind 3 neue Gegenstände dazugekommen. Und bei IDEA sind es 3 dazugekommen. Okay. Wir gehen noch mal kurz schlafen. Und dann setzen wir uns an das Video von unserem Freund ran. 2,51 €. Yay. Na, das ist doch... Ne? 1000 Aufrufe. Boah. 1000 Aufrufe. Ja, der 3 Videos veröffentlicht und macht schon 1000 Aufrufe. Ja, okay. Irgendwas muss ich definitiv falsch machen. 660 Abonnenten. Nee, oder? Wir haben 660 Abonnenten nur durch dieses Video bekommen. Will der uns verarschen? 1000 Aufrufe und davon 660 Abonnenten. Okay. Ich mach definitiv was falsch. So, wir nehmen ein neues Video auf. Lord of Winged Battle for Upper Earth. Gameplay-Video. Passt alles. Wir setzen fort. Gameplay Nummer 1. Also wir haben 511 XP bekommen, weil wir ein Gameplay-Video gemacht haben. Sehr schön. Da meckere ich nicht. Spielbildschirm. Ladespiel. Da machen wir eine winkende Begrüßung. Hallo Leute. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Singende Kommentar. Und deine Basis wurde zerstört, während du den Gegner angegriffen hast. Mörderischer Blick. Okay. Ja, das passt eigentlich soweit ganz gut. Ja, bin ich nicht unzufrieden unbedingt. Weicher Fokus wird gesetzt. Und dann rendern wir das. Was hat es gedauert? 12 Stunden zum Hochladen? Habe ich das richtig gesehen gerade? Okay, neues Level, neues Level, neues Level. Passt, passt. Oh, Leute, wir sind gut dabei. Okay. Was macht die Schule? Am 11. Januar. Ja, vielleicht sollten wir mal ein bisschen noch einmal studieren. Wir gehen arbeiten, komm.
Wir müssen ein bisschen Geld verdienen. 4 Stunden, 20 Euro. Für einen Hungerlohn gehen wir arbeiten. Für wirklich, für einen Hungerlohn. 5 Dollar die Stunde, ja? Sind wir hier in China oder sowas? Wir haben noch eine Karte bekommen. Professioneller Kommentar. Okay. Neue Spiele will er schon wieder haben, ja? Wir gucken einfach mal, was es gibt. Wir müssen warten, bis es hochgeladen ist. Und da gehen wir schlafen. Pff, läuft? 6 Euro? Pff, meine Güte. $100, dann können wir zu einer Spiele-Convention gehen. Okay, gibt es ein paar Sonderausgaben von manchen Konsolen. Aber das hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Aber wir kaufen erstmal ein neues Spiel. Wir haben noch Zeit, bis die Convention losgeht. Das passt. Sehr gut, du hast einen Talentpunkt bekommen. Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, bekommst du einen Punkt, den du zum Verbessern und Entdecken neuer Arten von Videos investieren kannst. Komm und nutze deinen neuen Talentpunkt. Aber ich sehe gerade, unsere Zeit ist schon abgelaufen für heute. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert unseren Kanal und wir sehen uns dann demnächst wieder. Macht's gut und bye bye.